Nicht nur Jill, Dieter Bohlen auch Kollegin Leonie. Dieter Bohlen, 68, teilte nicht nur gegen Jill Lange, 22, aus. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte bei DSDS ihren Gesang unter Beweis gestellt. Der Pop-Titan hatte die Blondine dort auf sexistische Weise aufgrund ihrer Dating-Show-Teilnahmen kritisiert. Was die Beauty danach unter Tränen ihren Fans im Netz anvertraute. Jill war wohl nicht die Einzige. Die harte Worte von Dieter abbekam, offenbar hatte er auch schon gegen seine Jury-Kollegin Leonie gewettert. 2020 hatte die Sängerin gemeinsam mit dem DSDS-Urgestein an einer Neuauflage des Modern Talking Songs Brüder Louis gearbeitet. Jetzt verriet Leonie dem Radiosender RPR1, dass Dieter Bohlen damals ihren Produzenten angerufen und gemeint habe, Leonie ist schon gut. Hat eine schöne Stimme, aber so ein bisschen eine Ausstrahlung wie eine Putzfrau. Anführungszeichen. Auch Jurykollegin Katja Krasavice, 26, scheint nicht gut auf den 68-Jährigen zu sprechen zu sein. Nach dem Sexismus-Skandal um Jill veröffentlichte sie einen Diss-Track auf TikTok, der offensichtlich an den Musikproduzenten gerichtet ist. Durchgenudelt ohne Abitur, verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars, singt sie darin. Că bai plai vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.